Ich kann dich heilen? Ja, vorwärts! Vorwärts! Mir nach! Und so wie es aussieht, kämpft hier der Untote die ganze Zeit gegen in die Schlacht. Mehrere Ordensritter. Zeit zu sterben! Verteidigt euch! Ja, also man sieht's, der Laucher ist nicht nur größer, er ist auch stärker. Er trifft mich aber zum Glück nicht so gut. Das liegt auch wiederum an unserer Rüstung. Verteidigt euch! Kämpft! Da kommt so ein großes Vieh. Sollte doch nicht so schwer zu treffen sein. Außer es ist gut gepanzert, natürlich. Wir treffen die Schwachstellen nicht. So, ein Gardenhelm. Ich glaube, so einen tragen wir gerade. Der ist nett. Der ist auch nicht schlecht. Und der Traugbann. Ja gut, wir tragen keine Schilde. Ja, als Ersatz für Utwins Ring würde der gut was hermachen. Gardenhelm tragen wir bereits und Einsiedlerring. Und ja, die Rüstung, die brauchen wir eine ganze Weile, glaube ich, nicht updaten. Auf meinem Befehl. Also nicht, solange wir nicht passende Hosen gefunden haben, um den Kettenpanzer zu rechtfertigen. Mir nach! Mir nach! Vorwärts! Und ja gut, der Ortsritter hier respawnt immer wieder. Wer seid ihr? Ein Freund. Ihr gehört zum Orden des Erwachens? Ja, wir lagern in dem Dorf südlich von hier. Ich wurde von meiner Gruppe getrennt. Lasst mich mit euch kommen. Gemeinsam leben wir länger, Freund. Ja, jetzt haben wir zwei von der Sorte. Ja, vorwärts! Und wir haben noch mehr auf meinem Befehl. Und los! Auf meinem Befehl. Schnell! Ja, der Weg führt da lang. Gucken wir mal, was hier unten. Oh, hier ist Urias. Vorwärts. Okay. Oh ja, lesen wir mal unser Quest. Die schwarze Küste. Also ja, den Phönixstein haben wir noch. Als einziges von allen Dingen, die wir so haben konnten, durften wir den Phönixstein behalten, was auch Sinn macht. Ja. Die schwarze Küste. Darius hat euch mit einem Brief an die schwarze Küste gebeten. Scheinbar braucht ihr eure Hilfe und auch euren gefährlichen Besitz, den Phönixstein. Ja, begebt euch zum Lager der Ordensritter im Süden. Die Ritter vom Orden des Erwachens haben ebenfalls die schwarze Küste aufgesucht. Ihr solltet ihr Lager finden. Vielleicht wissen ihre Kommandanten etwas über Darius. Das Lager kann nur in Richtung Süden liegen. Im Schatten des Phönix. Die Zeit ist gekommen, in der sich die Feen des Schicksals verweben und die offenen Fragen und Vorzeichen sich in Gewissheit verwandeln. Wandeln. Dies ist die Zeit, in der Legenden entstehen. Darius erwartet euch an der schwarzen Küste. Eure Runenkraft wird noch einmal benötigt.
Darius hat euch mit einem Brief an die Schwarze Küste gebeten. Scheinbar braucht ihr eure Hilfe und auch euren gefährlichen Besitz, den Phönixstein. Ja. Und war hier nicht gerade ein Respawner? Ja, vorwärts. Sofort. Hier. Was wollt ihr, Fremder? Öffnet das Tor, Ritter. Ich bin ein Freund des Ordens. Ich habe strikte Anweisungen, niemanden passieren zu lassen, bis Meister Urias von seiner Suche zurück ist. Stur wie eh und je. Wohin ist euer Meister aufgebrochen, Wachmann? Er durchstreift den nördlichen Teil des Landes. Wir haben geraume Zeit nichts mehr von ihm gehört. Unsere Suchtrupps sind nicht zurückgekehrt. Keiner von uns wird ruhen, bis Meister Urias gefunden ist. Urias ist ein guter Kämpfer, aber sein Wagemut wird ihn noch den Kopf kosten. Ich werde sehen, ob ich ihn finden kann. Dann nehmt diese drei Männer mit. Mehr können wir nicht entbehren. Viel Glück. Ja, jetzt haben wir 5. Ja. Euer alter Freund Urias führt die Ordensritter an. Allerdings ist er verschollen. Ihr solltet versuchen, ihn zu finden. Vielleicht könnt ihr von ihm etwas über den Verbleib von Darius erfahren. Ja, kriege ich die drei jetzt oder nicht? Meister U, mögen die Götter euch... Ja. Was ist mit dir? Die spawnst du gleich wieder oder da unten gibt's ja auch noch was. Fällt mir gerade so auf. Gut. Und ich dachte, die drei da oben. Wo sind die anderen? Wer seid ihr? Einer der Dorfbewohner? Sehe ich denn aus wie einer? Nun, jetzt, wo ihr es sagt, nicht gerade, nein. Aber ihr seht aus, als könntet ihr euch zur Wehr setzen. Bitte, helft mir, meine Kameraden zu finden. Auf mein Kommando. Gut. Und los! Nochmal Erfahrungspunkte erhalten? Ja. Ich glaube, mit drei Ordensrittern meinte er die drei. Und ja, da unten ist ein Heldenmonument, was ich dann auf jeden Fall gebrauchen kann später. Er meinte also nicht die drei, schade. Meister Urias ist immer noch verschollen. Mögen die Götter euch zu ihm führen, bevor... Ja, gut. Da muss ich also mit den dreien vorlieb nehmen. Ich versuche sie mal nicht zu opfern. Hier sind Händler, Truhen. Vorsicht! So. Zeit zu sterben! Ja, verteidigt euch! Vorsicht! Heilung? Achtung! Kämpft! Was auch praktisch ist durch den Patch, ist das... Kämpft!
Also ich rede immer noch über denselben Patch, den wir schon im Breath of Winter hatten. Was praktisch ist, durch den Patch heilen sich mit euch. Neutrale Einheiten, die wir bekommen haben, also gerade so Ordensritter von selber ohne Zeit zu sterben. Ohne ein Nahrungsmittellager zu benötigen, wenn sie überhaupt eins ihnen überhaupt eins hilft. Gibt nämlich Einheiten wie zum Beispiel Eiselfen, die kümmert ein Nahrungsmittellager nicht so wirklich. Verteidigt euch! Vorsicht! Und ja, der Kampf war hier schon etwas anspruchsvoller. Also ohne Heilung und ohne dem Level, was ich jetzt habe, wäre der schon schwieriger gewesen. Zeit zu sterben. Vor allem dank dem Centurio, der ist Level 24. Achtung! So, den Bogenschützen da oben mal loswerden. Achtung! So, ich scheine mich eingeschossen zu haben. Zeit zu sterben! Gut. Ein paar Zauber. Auf meinen Befehl ist der Spawner platt. Ihr seid es wirklich. Darius hat recht behalten. Nehmt meinen Dank, Freund. Wie oft habt ihr nun schon meine Haut gerettet? Lassen wir es nicht zur Gewohnheit werden, Urias. Ihr seid mit Darius hier? Nein, er hat mich nur in einem Brief gebeten, hierher zu kommen. Er schrieb mir, ihr würdet ebenfalls vor Ort sein. Ich dachte schon, dem alten Narren gehen die Sinne durch. Aber als wir hier ankamen, fehlte von Darius jede Spur. Die ganze Bevölkerung scheint aus diesem Landstrich geflohen zu sein. Wenn ich diese Untoten betrachte, weiß ich, was mit der Bevölkerung geschehen ist. Beim Seelenfluss wollen wir hoffen, dass Darius nicht das gleiche Schicksal ereilt hat. Sagt, Freund, ihr habt doch noch den Phönixstein. Ja, als ich sah, wie der junge Rohn durch das Zeitportal floh, begriff ich, dass niemand ihm folgen und ihn aufhalten durfte. Sonst wäre er nie als alter Mann unserer Rettung gewesen. Ich habe den Phönixstein aus dem Zeitportal genommen. Das Portal zerfiel und ich floh. Ich zog durch ferne Lande, hoffend, dass nie mehr jemand nach der Macht des Phönix trachten würde. Ich hoffte auch, dass meine Zeit des Kampfes vorüber sei. Ich weiß, ihr wünscht euch Frieden, aber Darius hätte uns nicht gerufen, wenn es nicht wichtig wäre. Kommt, meine Ritter haben in einem verlassenen Dorf Quartier bezogen. Dort sind wir in Sicherheit. Es liegt südlich den Weg entlang. Ja, das haben wir ja schon gefunden. Ja, vorwärts! Und da Urias folgt uns schnell als Verbündeter. Es ist gut, wieder mit euch zu ziehen, Freund. Ja, nochmal zum Rekapitulieren. Urias war... Die Untoten werden von Stunde zu Stunde mehr. Ja. Urias war... Kaum noch eine lebende Seele in diesem verfluchten Land. Was sucht Darius hier? Wahrscheinlich Frieden. Untote sind nicht so da, gesprächig. Da, das Lager. Gleich haben wir es geschafft. Jetzt zum Rekapitulieren. Urias war im Orden des Erwachens, glaube ich, an zweiter Stelle sogar. Nein, er war nicht an zweiter Stelle. Er war einer der Hauptkommandanten, aber es gab ja mehrere. Also wir haben Sartarius, den Anführer, kennengelernt, der aber vom jungen Rohen, vom dunklen Zirkelmagier getötet wurde. Wir haben Urias kennengelernt, einer der anderen
Und wir haben auch noch eine Frau, dessen Namen ich vergessen habe, kennengelernt, die in den nördlichen Windwaldbergen die Halliten, genau, unterstützt hat.